Was geht ab, Freunde? Alles klar bei euch? Kurz meine Ansage, und zwar in aktueller Sache. Wir haben von Chronic 3 10.000 Boxen herstellen lassen. Jetzt sind tatsächlich schon 8.500 noch was weg. Das heißt, es sind nicht mehr viele da. Es sind noch 1,5 auf Lager und dann gibt es auch keine mehr. Deswegen muss ich euch mal kurz die Information hier raushauen, was überhaupt in der Box so drin ist. Weil ich glaube, es ist noch nicht so ganz angekommen, was es überhaupt auch mit diesem Buch auf sich hat, ja, was wir schon ein paar Mal angesprochen hatten. Und das wäre Verschwendung meiner Meinung nach, wenn das irgendeiner kauft, der sich gar nicht dafür interessiert, weil da steckt eine Menge Arbeit drin. Wir haben uns da über ein Jahr Zeit genommen, dieses Buch herzustellen. Ich zeige es euch auch mal kurz. So sieht das von vorne aus. Das ist auf jeden Fall der wertigste Artikel, den wir jemals in einer Box hatten. Wir achten immer darauf, dass wir originelle Sachen in die Box tun und dass es keine Verarsche ist mit irgendeinem Kugelschreiber oder so einem Scheiß. Aber das hier ist wirklich eine Sache, wo ich sagen muss, das muss man einmal kurz zeigen. Hier, Selfmade Records, die komplette Chronik quasi der letzten 10 Jahre und bunt bebildert, höchste Qualität. Und wir haben hier Leute ausgegraben, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wen wir da noch alles wieder kontaktiert haben. Also wie gesagt, steckt eine Menge Arbeit drin und hat aber auch dementsprechend geile Passagen. Eine meiner Lieblingspassagen ist zum Beispiel, wir haben einen ganzen Blog, wo wir quasi von angefangen beim ersten Release, das war damals Schwarzes Gold, bis zum aktuellsten Release, Genetik 8. Tag, Track für Track den Künstler darüber erzählen lassen, was hinter dem Song steht, ne? Sagen wir mal als Beispiel vielleicht, dass ihr euch das mal ein bisschen vorstellen könnt. Hier, das fängt an mit, wo haben wir den Kram? Das fängt an mit meinem Zuhälter-Tape Volume 1, sagen wir mal, ne? Okay, vorher war noch Schwarzes Gold, aber ich pick das jetzt mal raus und dann hast du hier so Sachen wie, hier, zu jedem Track laber ich dann was, weil ich weiß noch genau, was hinter den Tracks steht, sowas vergisst du nicht, ne? Ich vergesse natürlich andere Sachen, sowas auf Tour manchmal für Eskapaden passiert, das ist ja scheißegal, aber was hinter den Tracks steckt. Track 13, Temple Balls, produziert von 6 June. Die ursprüngliche Version des Songs, die nur noch wenige Fans kennen, habe ich auf den Wir waren mal Starspeed von Torch und Tony L eingerappt und für die Xmas Edition dann eine sehr schöne Alternative von 6 June gepickt und auch meinen Flow nochmal etwas variiert. Bis heute bekomme ich immer wieder von Fans mit, dass sie sich nicht entscheiden können, welche Version denn nun eigentlich die bessere ist. Ich mag beide und so weiter und so fort. Also, dass es hier zwei Versionen gab, das weiß doch heute kein Mensch mehr. Ne? Deswegen wäre es ein bisschen Verschwendung, wenn das irgendwie so ein bisschen untergeht. Ich weiß, es sind viele Kiddie-Fans dazugekommen in den letzten 2-3 Jahren, sag mal, die haben noch nie ein Buch in der Hand gehabt. Ne? Aber für die Leute, die seit Anfang an dabei sind oder zumindest die Rap-Historie der letzten 10 Jahre mitverfolgt haben, ist das hier definitiv ein sehr interessantes zeitgeschichtliches Werk mit übelst vielen Insider-Infos. Die ganze Entstehungsphase alleine, wie das kam. Sachen hinter den Kulissen, wo nach außen immer alles so aussieht, als wäre alles top durchgeplant und im Endeffekt basiert alles irgendwie auf mehr oder weniger kleinen Zufällen oder Begegnungen oder Kleinentscheidungen, was so alles hinter der ganzen Historie steckt. Das ist schon sehr interessant und wir haben wirklich hier alle rangekarrt, die in den letzten 10 Jahren irgendwie mit uns zu tun hatten und die geben hier ihren Senf dazu. Also mir sehr, sehr viele Perspektiven auch von Insidern und das ist auch mein Lieblingsfoto hier übrigens, ne? Also der Boss mit seinen Preisen, die er letztes Jahr abgestaubt hat, wie seine Haushälterin zu Hause. Ja, also wie gesagt, 1500 sind noch verfügbar und dann ist auch Schluss, wir pressen da nichts nach. Deswegen, wer sich dafür interessiert, soll mal zuschlagen. Ja, in diesem Sinne, wisst ihr jetzt ein bisschen Bescheid und ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Und auf Chronic 3, also ich dachte mal so, wenn das raus ist, da wird man sowieso im ganzen Land sagen, tschüss, der Boss rasiert auf Chronic 3. Bis dahin, peace.